Und damit herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Let's Play-Serie zu StarCraft 2 Heart of the Swarm. Zurückgelassen! Waffen runter! Lassen Sie ihn los, Kerrigan. Valerian hilft uns. Es gibt kein uns. Leicht zu reizen, die Frau. Das tat sicher weh. Feindliche Schiffe. Mehrere Ziele im Sicherheitsbereich. Suddenly Ship. Verteidigungsmanöver Delta 4. Auf Sprung vorbereiten. Wir gehen nirgendwo hin, bevor ich Jim gesehen habe. Schilde bei 30%. Ausfall steht bevor. Liga-Flotte, hier spricht die Hyperion. Feuer einstellen. Kronprinz Valerian ist an Bord. Mein Vater würde jede Spielfigur opfern, um die Königin zu Fall zu bringen. Wir müssen jetzt springen. Wir locken sie weg und kehren für Jim zurück. Sarah, wir müssen zusammenarbeiten. Macht, was ihr wollt. Ich werde Jim suchen. Ach, YOLO. Einfach mit dem Kreuzer zurückfliegen. Auf jeden Fall mit dem Landeschiff. Ist ja nicht mein Kreuzer. Kerrigan, bevor wir gesprungen sind, hat die Hyperion mehrere Signaturen der Liga aufgespürt, die sich auf dem Weg zur Oberfläche befinden. Sie werden da unten wohl eine kleine Überraschung vorfinden. Okay, wir sollen die Drakenimpulskanonen zerstören. Okay, und kriegen jetzt eine Schwarm- oder die Schwarmkönigin dazu, die im Endeffekt heilen kann und Kriechertumore erzeugen kann auf Kriecher. Also Kriechertumore produzieren Kriecher und darauf können Zerg-Einheiten schneller laufen. Also außer Drohnen, die können das nicht, aber alle anderen Zerg-Einheiten laufen darauf schneller. So, und da begrüßt uns der nächste Ladebildschirm. Mit drei Drohnen kann ein Mineralienfeld oder Vespingasi optimal abgebaut werden. Um eine mächtige Armee aufzustellen, ist es unbedingt notwendig, genügend Arbeiter zu besitzen. Ja, das ist allerdings richtig. Das ist vor allem sehr wichtig. Das ist nicht nur innerhalb der Kampagne. Scanne. Truppen der Liga und ein Zergschwarmcluster gefunden. Ja, es muss hier einen alten Schwarmstock geben. Die Liga macht mir allerdings mehr Sorgen. Bodentrupp, hier spricht die Flotte. Wie ist der Status? Siehst du, Spielzeug haben die da stehen? Unsere Basis steht und die Drakenimpulskanone ist so gut wie einsatzbereit. Verstanden. Schalten Sie alle Nachzügler aus, die zu diesen Koordinaten springen. Wir sammeln sie später wieder auf. Flotte Ende. Die Kanone wird Jims Schiff unter Beschuss nehmen, sobald es in den Orbit kommt. Er wird blind in die Falle laufen. Setz Kurs auf den Schwarmcluster. Ich brauche eine Armee. Schon sehr fortgeschritten in der Evolution. Ich spüre, dass diese Boot von jemandem kontrolliert wird. Wer bist du? Meine Königin, ich bin Naktul, eine Brutmutter. Du hast uns erschaffen, um deine Kontrolle über den Schwarm auszuweiten. Bist du zu uns zurückgekehrt? Ich bin nicht deine Königin und ich bin nicht zurückgekehrt. Aber ich brauche deine Boot, um die Kanone der Terraner zu zerstören. Und zwar jetzt. Der Großteil meiner Boot befindet sich bei mir. Ich kann sie zu dir schicken, aber das wird eine Weile dauern. Schicke sie. Sobald sie hier sind, zerstören wir die Kanone, bevor Jim eintrifft.
In der Zwischenzeit werde ich diesen Schwarmstock auf den Kampf vorbereiten. Die Liga hat sicher mein Schiff verfolgt und ist hinter mir her. Nun denn, frisch ans Werk. Halten Sie durch, bis Verstärkung eintrifft. Dann schauen wir mal, ob ich noch weiß, wie es geht. Zuerst brauche ich einen Brutschleimpool. Zack, Brutschleimpool. Und dann ohne Ende drohen. Ah, nur ein Vespingeisier? Interessant. Feuerbereit. Einsatzbereit. Können wir mit dem verseuchten Gebäude irgendwas Tolles machen? Ziel identifiziert. Greifen wir einfach mal an und schauen, was passiert. Nee, können wir nicht, offenbar. Ist einfach nur verseucht. Kommandozentrale, wir haben Kerrigan gefunden. Sie hat sich in einer Zergbasis verkauft. Oh, wunderbar. Wir gehen rein. Schickt Verstärkung. Die Liga hat uns gefunden. Sie werden uns mit allem, was sie haben, angreifen. Ja, das finde ich nicht so cool. Wurde ein Teil meiner Brut in Höhlen getrieben. Sie werden wieder zu uns stoßen, wenn wir die terranischen Soldaten außerhalb der Höhlen töten. Ach nö, jetzt haben die Brutlinge die gekillt. Aus den Larven an meiner Brutstätte erschaffen. Hoffen wir, dass jetzt erstmal genug Mineralien oder Arbeiter für Mineralien haben. Wir können eigentlich auch direkt mal einen Extraktor morphen. Kann ja nie wissen. An Stachelkrabbler kann ich mich erinnern. Ich kann sie aus Drohnen mutieren. Ja, das könnten wir auch machen. Aber ein bisschen stationäre Verteidigung, weil die hauen auch ordentlich rein. Ich denke, jetzt werde ich mal die paar Zerklinge nehmen. Und hier unten die, die Höhle befreien. Schickt Verstärkung! Werden angegriffen! Brauchen Verstärkung! Erstmal den Bunker schädigen. Ah, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Huch, bin angegriffen? Nein! Ah. Okay. Okay. Immerhin verliert man hier dann nicht, wenn man... Nein, das war unnötig. Deine Brut kann Vespingas mit maximaler Effizienz abbauen, wenn du drei Drohnen zum Extraktor befiehlst. Gut, dass wir gerade einen Extraktor gebaut haben. So. Hör auf, wieder ein paar Zerklinge. Obwohl die Stachelkrabbel offenbar auch alleine zur Verteidigung reichen. Vorerst jedenfalls. Kriechertumore kostet hier, produzieren kostet keine Energie. Ich bin wieder da. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Weil Kriechertumore weitere Kriechertumore spawnen können. So. Oh. Lufteinheiten kommen jetzt auch schon vorbei. Das ist natürlich schön. Vor allem, weil ich nur Kerrigan habe, die wirklich Lufteinheiten angreifen kann. Und eben die Sporenkrabbler. Nein, der Medic stirbt jetzt auch noch. Kann ich nicht tolerieren, dass der das jetzt überlebt. So. Noch mal eine Packung Drohnen. Können wir jetzt auch mal den Kriecher hier weiter ausbreiten. Hier in die Richtung auch. 10 Minuten haben wir noch. Oder 10 Minuten müssen wir noch überleben, vielmehr. Okay, es gibt drei Höhlen. Wir haben jetzt schon mal, wissen jetzt schon mal von der Existenz oder von der Position von zwei. Aber da werden wir es wahrscheinlich noch nicht angreifen können. Vor allem, weil die Liga uns momentan doch so ein bisschen effizient belagert. Hm.
dann lieber mehr Zerklinge produzieren. Kriecher ausbreiten. Oh, Helions. Aha, das ist wunderbar. Och nö, auch noch die im Sturmmodus. Das wird ja immer besser. Zack, kinetische Welle. Na, immerhin haben sie keine Raven dabei, dann können sie die Kriecher nicht, die Kriechertumore nicht killen. Außer die verpflanzen sich gerade erst noch im Boden. Dann können sie es natürlich, weil sie dann sichtbar sind. Ich glaube, ich baue mal hier noch einen Stachelkrabbler. Noch mehr Drohnen. Ah, ich greife jetzt aber mal die Höhle rechts an. Wobei, nee. Besser nicht. So. Quetschgriff. Eine kinetische Welle für die Marines zu verwenden, ist irgendwie nicht so wirklich effizient. Aber irgendwie mangelt es so ein bisschen an Larven. So. Auf zu der Höhle hier unten. Was ist los? Ach, der Bunker ist abgebrannt. Sehr schön. Der Marodeur kriegt die kinetische Welle mit. Jetzt warte ich kurz darauf, dass die Abklingzeit davon abläuft. Dann nehme ich nämlich die kinetische Welle, um den Feuerfresser hier oben umzuhauen. Weil ich den sicherlich nicht mit den Zerklingen kaputt kriege. Ohne dass er mir alle Zerklinge brennt, verbrennt. Ah, sehr gut. Unterstützung für meine Armee. Na, Overlords. Im Dutzend billiger. So, jetzt können wir eigentlich mal kurz Kerrigan nehmen. Den Bunker hier angreifen. Ach du Kacke. Das ist aber gar nicht gut. Ah, erstmal Quetschgriff. Erstmal alle vorgeschwächt ordentlich. Ja, den Tank müssen wir direkt umhauen. Die Zerklinge dürfen gerne auch angreifen. Nein! Verdammt! Jetzt kämen wir doch im letzten Moment noch gestorben. Das war unnötig. Das war wirklich unnötig. Warum höre ich jetzt nichts mehr? Okay, doch, die Schwarmkönigin kann auch Luft angreifen, zum Glück. Ich glaube, wir breiten aber trotzdem mal die Kriecher in die Richtung aus. Ja. Schön, schön. Bisher schon sehr erfolgreich in dem in der Mission. Verdammt, das war zu dicht an dem Muka dran. Okay. Ja. Na, dann packen wir noch eine Packung Drohnen raus. Aha, Kerrigan ist wieder da. Gut, gut. Nein. Kommt denn da angelaufen? Das gibt's ja nicht hier. Kerrigan stellt sich nach Möglichkeit jetzt mal nicht nach vorne. Oder nicht ganz nach vorne. Jetzt sollen die Zerklinge erstmal angreifen. So. Jetzt laufen wir ein Stück nach vorne. Kriechertumor können wir auch da setzen. Na, die Reichweite von dem Bunker war zu groß. Einfach zu groß. So, die beiden Bunker werden jetzt eh erstmal abbrennen. Wir rücken aus. Weil die KI offenbar nichts dagegen tut, coolerweise. Jetzt bauen wir mal zwei neue Kriechertumore, damit wir das auch ein bisschen schneller hier forcieren können. So. Hier ist Kerrigan. Ich glaube, jetzt laufen wir mal mit der kleinen Armee hier los. Ja, die Bunker sind ja nicht mehr. So, Quetschgriff. Nein, kinetische Welle. Nicht, dass er mir die Zerklinge wegbrät. So, aha, Sammelmineralien. Aha, Angriff auf die Basis. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein, transfused den. Na, keine Energie. Na, wunderbar.
Na, auch keine Energie. Okay, dann machen wir das so. Glück gehabt, dass gerade wieder genug Energie da war in dem Moment. Willst du angreifen, nicht wieder hinlaufen? Transfuse? So. Zack, zack, Kriecher. Noch mehr Kriecher. Ah, die paar Zerklinge lassen wir jetzt mal hier im Lager stehen. Und gehen mit den restlichen vor. So. Hier sollte jetzt eigentlich nicht mehr viel sein. Ach was. Na, Helions. Wäre schön, wenn ich was anderes außer Zerklingen noch bauen könnte. Weil das so dann doch immer sehr verlustreich ist. Na gut, jetzt geht es. Ah, kinetische Welle gegen den Tank. Gegen den Tor. Hm, YOLO-Move. Einmal mit Kerrigan alleine vorgehen. Hm, die haben hier dauerhaft keine Energie zum Transfusen. Aber da kommt der nächste Angriffstrupp. Ich hoffe mal, dass Zerklinge das jetzt alleine packen. So. Quetschgriff. Erwischt auch alle. Ah, nein, sie schaffen es nicht. Das war jetzt natürlich taktisch nicht so klug. Na, immerhin laufen die mir nicht bis ins Lager hinterher. Also nicht komplett. Dafür kommen die anderen aber gerade an. Das ist auch nicht gut. So, mehr Zerklinge. Das ist noch eine Minute. Einfach mal da, nach da oben locken. Nein! Das sieht richtig gut aus. 53 Sekunden. Jetzt nochmal krepieren, dann kommt Kerrigan nicht mehr wieder vom Ende der Runde. Das dauert auch wieder eine Minute. Nein, keine Energie. Jetzt rüsten mir wahrscheinlich gleich die Eco weg. Mein Gott, was ist das denn für ein Angriff? Ja, wunderbar. Immerhin haben wir noch einmal kurz einen Quetschgriff rausgeholt. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur zuschauen. Weil die Probes machen ja eh keinen Schaden. Von daher... Ja, und die Zerklinge. Die sind einfach richtig nutzlos. Wenn der Gegner Kampfhelions hat, dann ist das irgendwie nicht so dolle. Es ist aber interessant, dass sie die Basis komplett zerstören können und Kerrigan auch sterben kann und man trotzdem noch nicht verloren hat. Okay, alle ihre Gebäude wurden zerstört. Das war jetzt so, keine Ahnung, 5 Sekunden vorm Ende? Ungefähr? Bin ich jetzt mal gespannt, wo der Speicherpunkt war, den ich jetzt laden kann. Okay. Wir bleiben jetzt also in der Basis. Es bringt nichts auf der Schwierigkeitsstufe, die Zerklinge zu befreien. Weil die viel zu häufig angreifen, als dass man dann ordentlich verteidigen kann. Och, was ist das denn für ein Speicherpunkt? Ist das euer Ernst? Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Ach, weil ich das Missionsziel schon erfüllt habe. Ach nein. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt würde ich wieder an der gleichen Stelle landen. Weil davor natürlich kein Kontrollpunkt war. Warum auch? Da halten sie durch, bis Verstärkung eintrifft. Und in dem Moment hauen sie den Evolutionskammer kaputt. Okay, aber dann lassen wir es für diese Folge auch dabei. Und ich verabschiede mich damit und bis zum nächsten Mal.